Das ist ja nur ein Riesenareal, wa? Oh Gott, das sind die Beete. Das sind ja alles Brombeeren. Wir müssen alle mit der Wurzel raus. Geht doch, wenn man jedes Wochenende ein Beet macht. Sinnsuche des postkapitalistischen Individuums. Ich spüre jeden Knochen. Vor allem hier so am Handgelenk, das war von gestern, halt von dieser Beetarbeit. Achso, du würdest es nur für Geld machen oder auch für Gemüse? Nee, nur für Geld. Warum sollte der Stadtmensch ohne Geld arbeiten wollen? Was ihn antreibt, ist Idealismus. Es ist jetzt praktisch so, dass fast jedes Huhn ein Ei am Tag gibt. Jeder hat eigentlich im Leben seine Aufgabe. Zeigen uns die Tiere. Ich meine, es kommt ja aus jedem Bienenvolk höchstens ein Drohnen zur Begattung. Und ich meine, die Begattung ist ja, das ist ja nochmal was ganz Spezielles. Also ich meine, die werden ja quasi im Flug begattet. Wie soll ich das nennen? Neue Lebensformen? Ich glaube, wenn, dann müssten wir wirklich eine große Familie sein. Ach, das ist nicht dein Mann? Nee, der Philipp ist mein Mann. Philipp, den kennen wir nicht. Es ist nicht feministisch, zwei Männer zu haben. Das reicht nicht. Wo ist eigentlich der Mann? Wir brauchen ja den Mann nur zum Besamen. Aber das behelfen sie alle? Wir essen die alle auf. Ich darf kein Weibchen. Jeder, der das Essen noch fotografieren will. Überlegung Doppelpunkt. Geht es dem postkapitalistischen Individuum gar nicht in erster Linie um eine nachhaltige Herstellungsweise, sondern vielmehr um die Inszenierung seiner selbst, also darum, das glaubhafte Bild eines nachhaltigen Wesens abzugeben? Wir können ja auch einfach die Saftpresse von drüben holen.